Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom FIFA Sports Club. Heute als Video haben wir FIFA 15 Ultimate Team fürs Handy, hier fürs iPhone, hier ist ein 4S. Starten das mal. So, ja, ich wollte eigentlich kurz mal zeigen, wie das so ist, wie das läuft. Hier, ne? Sieht schon mal ganz gut aus. Läuft ganz flüssig. Ja, also viele haben sich auch gefragt, ja, was ist eigentlich da los mit der App? In der Rezession habe ich das gelesen. Was ist da passiert? Nur ein Ultimate Team. Ja, die App ist nur das Ultimate Team. Warum? Keine Ahnung. Also, Belohnung. Laut EA war das Ultimate Team einfach beliebter und dadurch wurde das Elfmeterschießen und die Karriere rausgestrichen. Und ja, alles sieht eigentlich auch aus wie ein normalen Konsolenspiel oder PC-Spiel. Was noch blöd ist, eigentlich richtig beschissen ist, ist, dass man sich einfach nicht anmelden kann. Kann sich nur noch über Facebook anmelden. Wie ihr hier seht, mit Facebook anmelden will ich eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das auch früher niemals geteilt. So ein Dreck. Richtiger Scheißdreck. Hier kann man natürlich auch online spielen. Bei Apple, iOS, bei Android glaube ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gleich nachschauen. Ja. Online, einfach nur das Ultimate Team. Ist natürlich nicht so schön für die Leute, die es eigentlich nicht spielen wollten. Sonst ist eigentlich alles sehr ähnlich, außer natürlich die Trikots und ein bisschen das Format, wie es geändert wurde. Ja, hier wird Tipps gegeben, wie man die Chemie verbessert. Ja, hier, das ist jetzt ein bisschen rechts. Das war früher links. Verwalten, Ansicht ändern. Tritra, tralala. So, gehen wir mal kurz ein bisschen ins Spiel. Ja, was können wir denn hier machen? Seasons. Dann gibt es hier wieder die gewohnten Ligen, Ultimate Team, bla bla. 1800 Belohnungen für den Gewinn, ja. Machen wir mal einen schnell. So, also, schauen wir erstmal nach hier. Mal mit einem Gameplay. Ganz einfach hier. Ja, die Mannschaft. So, also was noch jetzt neu ist, ihr könnt jetzt natürlich normal spielen, aber auch simulieren. Aber das ist jetzt, glaube ich, das ist noch bei vielen anderen Manager-Programmen, glaube ich, so. Ich spiele jetzt selber nicht, keine Ahnung. Also ihr könnt simulieren. Das heißt, ihr spielt nicht, sondern sagen wir, der Computer simuliert auch, wie er spielt, und da könnt ihr einstellen: Taktik, Aggressivität und bla bla bla. Ja, das ist natürlich jetzt auch neu. So, die Trikots sind natürlich auch ein bisschen, ja. Anpassen ist jetzt hier so: 3 Minuten Halbzeitlänge, auch ein bisschen anders. Ja, Steuergerät. Gut, das kann jeder dann für sich herausfinden. Ja, die Tipps sind ja auch wie immer da. Ja. So, schauen wir mal ins Spiel rein. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, das sieht auch in der Kamera noch gut aus. Ist eigentlich ganz sauber. Bisher auch flüssig. So, kann man hier ein bisschen beschleunigen. Ja. Was natürlich ein ganz großer Minuspunkt ist, ist der fehlende Button für die Skills. Ja, der fehlt natürlich. Richtig. Naja,
Okay, das ist jetzt natürlich nicht so schwer eingestellt. Das war jetzt auch kein großes Problem. Ja, was kann man denn noch sagen? An sich jetzt vielleicht bei der Steuerung klappt eigentlich alles ziemlich gut. Okay, was war das denn? Ah, schauen wir mal nach. So. Ups. Ihr seht aber selber, es ist. Ja, vielleicht werden einige sagen, es sieht genauso aus wie früher, oder. Es ist natürlich einiges anders. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Der Button fehlt. Da haben wir es immer so schön hoch und runter gemacht, hoch und runter. Okay, Abfuck. Das fuckt einen ab. Nee, soweit, also. Soweit dazu. Ja. Wenn ihr noch was habt, lasst es mich wissen. Ob jetzt noch eine Vollversion rauskommt mit Karriere, keine Ahnung. Ich glaube es eher weniger. Ja. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Peace und ciao.